Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei der Spectrum Retreat. Es stand gerade da, welche Aufgabe es ist. Ich habe es gerade leider vergessen. Auf jeden Fall habe ich die Aufgabe ja letztes Mal schon mal etwas angeschaut. Und ja, ich hatte glaube ich keinen Bock mehr drauf, da ich mittlerweile recht verwirrt bin, was das Ganze hier angeht. Ist hier auch irgendwie kompliziert. Shit. Da habe ich es glaube ich schon verkackt. Ja, ich bin jetzt hier eingesperrt. Gut. 407, genau. Aufgabe 4, ne 08. Sogar schon. Okay, um hier weiterzukommen, brauche ich Rot. Hier braucht man Grün. Und am Schluss wieder Blau. Das bringt mir was. Okay. Checke ich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Muss ich vielleicht auch gar nicht. Wir gehen jetzt nochmals dort rüber. Färben hier ein Block weiß ein. Rot können wir nehmen, daher brauchen wir hier das. So. Und dann kommt man hier mit Grün durch. Dann habe ich jetzt hier Grün. Und Grün braucht man ja auch hier. Um das machen zu können. Aber das bringt mir was. Wahrscheinlich vorerst noch gar nichts. Und ich schätze mal, von hier drüben bekommen wir Blau. Ich lasse den grünen Block hier mal stehen. Für was gibt es dieses Loch hier? Ach so, wahrscheinlich, wenn man sich umdreht. Steht man ja hier und dann kann man nicht dort drüber. Können wir hier den grünen nehmen? Okay. Brauchten wir irgendwo Rot? Okay, um zurückzukommen, muss man hier durch. Mit dem Grün. No. Braucht man irgendwo Rot? Rot braucht man dort drüben. Ich drehe mich jetzt mal. Okay, nee, das bringt mir jetzt gerade noch gar nichts. Okay. Hätten wir das auch geklärt? Aber wie kriege ich denn den roten hier nach drüben?
Okay. Alter, das Spiel fickt schon gerade wieder mein Gehirn. Hier haben wir den roten Klotz. Jetzt haben wir rot. Rot. Okay. Okay, jetzt haben wir dort drüben rot. Und rot braucht man hier drüben. Aber da muss man vorher erst die Wand drehen. Und dazu braucht man grün. Dann wieder rot. Dann rot. Okay, hier haben wir blau. Wenn ich jetzt auch meinen roten überschreiben würde. Und jetzt müssen wir bloß blau irgendwie... nach dort drüben bekommen. Oh shit. Okay, ich hab's schon gesehen, was das Ganze hier. Alter. Das ist richtig. Boah, ey. Okay, ich habe jetzt blau. Und blau brauchen wir hier. Gut, haben wir es geschafft. Nice one. 408 abgestoßen. Fünfte Etage Zugriff gewährt. Gravitation. Ein Achievement. Das heißt, wir können jetzt in die vierte fünfte Etage. Wenn ich wieder mal wüsste, wo der Lift ist. Ja, hier nicht. Ich verlaufe mich hier gerne mal wieder. Hier entlang. Ja. Okay, nice. Mal schauen, ob wir jetzt wirklich in die fünfte Etage kommen oder nicht. So, Etage 1. Das Ganze hier zerfällt wieder mal. Crow, Wright and Matthews. Matthews, why is that name so familiar? Wait, Jake Matthews? No, that can't be right. Jake Matthews was killed. Wir haben keinen Zutritt mehr zu allem. Reception Library und so weiter. Und wer ist Jake Matthews? Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder in unser Zimmer zurück. Denn hier haben wir keinen Zutritt mehr. Aber wo war das nochmals? Hier. Ja, genau.
draußen ist es dunkel. Schlaf gut. Guten Morgen. There's only one more floor to go, and then you can leave. Ja, hoffentlich. Und das ist Freitag, der 20. Mai. John, you know how to kick off the cycle. Es hat an der Tür geklopft und niemand ist hier. Irgendwie erwarte ich jetzt wieder einen Jumpscare. Denn darin ist das Spiel auch gut. Oh no, ist alles stehen geblieben. Scheint mir fast so. Aber jetzt ist die Tür wieder offen. Alles ist stehen geblieben. Irgendwie komisch. Nichts zu sagen heute? Du auch nicht? Wieder mal Versuch. Ist's wert? Nice. Auch du hast nichts zu sagen? Na dann. Was passiert hier? Sorry. Ich glaube, da wurde jemand ermordet. Die Zeitung lag sonst noch nie hier. San Francisco Star. Mystery surrounds subway death. Gestern Abend kam ein Mann ums Leben, als er vor eine einfahrende U-Bahn stürzte. Ersten Berichten zufolge war die Lage zunächst nicht eindeutig. Es gab Gerüchte über einen Terroranschlag, der jedoch von offizieller Seite schnell dementiert wurde. Weiterhin wurde ein möglicher Mordanschlag vermutet, als Augenzeugen von einer Kapuzengestalt berichteten, die kurz bevor das Opfer auf die Gleise stürzte, auf den Mann zulief. Hier hängen viele Bilder mit einem Mann, der einen Kapuzenhoodie anhat. Möglicherweise ist das eine Verbindung. Und dann ist wohl Jake Matthews, der ja auch tot ist, was Cooper gerade gesagt hat, wahrscheinlich dieser Mann hier. Diese Berichte konnten bisher jedoch nicht bestätigt werden. Die Polizei am Tatort war bemüht, die Befürchtungen der anwesenden Fahrgäste zu zerstreuen. Captain John Stokes vom San Francisco Police Department sagte gegenüber den Reportern: Was die Todesumstände betrifft, ermitteln wir derzeit in allen Richtungen. Das schließt ausdrücklich einen tragischen Unfall, etwa ausgelöst durch einen Herzinfarkt, mit ein. Und weiter, unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber unsere Gedanken sind auch bei der jungen Familie des Opfers. Faithful, go. Könnte es vielleicht möglich sein, dass wir Jake Matthews sind? Der eigentlich tot ist? Allerdings, nee, wir heißen ja, glaube ich, anders.
Und hier, das Bild meine ich. Ein Mann mit Kapuzenpullover. Ab in den 5. Stock. Mal schauen, was uns dort erwartet. Eben, wir hießen Alex. Dann sind wir nicht Jake Matthews. Gut. Theorie aufgelöst. Wir sind nicht Jake Matthews. Sollte man... Was ist denn da drin passiert? Fußspuren? Ey, ich erwarte gleich wieder einen Jumpscare. Ich sag's euch. Ich erwarte es einfach, weil das Spiel hat das sehr gut drauf. Hier sieht's aber wieder ganz gut aus. Was soll das jetzt? Okay, ich hab's mir gedacht, dass die Tür gleich wahrscheinlich offen sein wird. Hier hat sich wohl jemand einquartiert, der an diesem Fall gearbeitet hat. Crow, Dr. Wright, San Francisco Star. Jake Matthews. Morning Run. Indigo Healthcare Group. Station. Exit Train. Haben wir diesen Mann ermordet? Könnte was möglich sein, dass das Ganze hier wie ein Mordmotiv aussieht. Vote Crow. 4. Oder auch nicht. Vielleicht wollen wir auch das Ganze nur aufdecken. Ein QR-Code. Okay. Das muss ich jetzt ausprobieren. Das interessiert mich gerade. Wäre jetzt irgendwie nice, wenn das funktionieren würde. Aber ich glaube nicht, dass es geht. Doch, es funktioniert. Spectrum Ripstone. What? Apache 2. Ubuntu default page. It works. This is the default welcome page used to the test correct operation of the Apache 2 server. Apache 2? Document Roots, Public HTML. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ubuntu. Hier, diese Seite ist wahrscheinlich nicht ganz scharf, aber auf diese Seite kommt man hier, wenn man diesen QR-Code kennt. Sehr interessant. Configuration Overview. readme.debian.gz Manual. Okay. Hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Interessant, dass das hier eingebaut ist. Und ich schätze mal, das sind alles die gleichen QR-Codes. Oder? Ja. Man kommt bei jedem QR-Code auf die gleiche Seite. Interessant. Gut, weiter geht's. Lindale Hardware. San Bernardo Medical Center, second floor. Kitchen. Dr. Wright. Hardware. Rat Poison. Rattengift.
Wir haben diese Person oder ich oder wer auch immer hat Dr. Wright vergiftet offensichtlich. Aber was bringt mir jetzt das? Ich habe hier trotzdem keinen Anhaltspunkt. Wie wir jetzt... Focus, Alex. Okay. Don't let your memories get in your way. Don't let the truth stop you. Use this, these memories that are rightfully yours to keep yourself going. We're gonna make this right. All of this. I'm calling on behalf of my partner. Yes, Alex is ready. We've read all the documentation. I have all the signed paperwork right here. Of course. What? No, no, you can't. I'm sorry Alex missed the first time slot. We won't miss the new one. Please, make sure everything is ready. The brochure, Alex will really enjoy the pool. Ehrlich gesagt, werde ich irgendwie aus der Story. Do you see now? Do you see what she did to you? You never agreed to this, to any of this. Okay, wir haben... Ich wollte gerade sagen, ich check die Story irgendwie noch gar nicht. Pool. Da kommen wir bestimmt noch hin. Wie ich immer die falsche Taste drücke. Oh mein Gott, ey. Eigentlich würde ich das hier gerne lesen, aber das ist alles durchgestrichen. Aber warum bin ich hier, wenn ich nie zugestimmt habe, hier zu sein? The pool. Der Pool. Wir müssen also zum Pool. Alex Ocean? Owen? Oh. Sieht mir aus wie eine Kreditkarte. Ja. Filled. Case is assigned to Judge Department. Marriage of Petitioner Med Respond. Statical facts. Date of marriage, date of separation. Child's name, birthday. There are no minor children. Aber ich hatte, also Alex hatte doch ein Kind. Eye color. City, San Francisco, California. 5.4 foot height. 186 pounds weight. Race white. Jones, 8. Field, San Francisco. Superior Court oder irgend sowas. Okay. Also wir wurden hier hineingesteckt. Ohne dass wir es wollten. Aber können wir denn jetzt zum Pool? Weil ich brauche ja dort einen Code und den habe ich noch nicht. Oder habe ich was verpasst? Irgendwie sehe ich sehr gelb aus in der Kamera heute. Naja, was soll's. Pool. Pool, Pool, Pool. Vielleicht haben wir jetzt dort Zutritt. Elevator, Pool, Ballroom. Mal schauen. Ja, die Tür ist offen. Nice. Irgendwas Neues hier, den haben wir schon gelesen. Was erwartet uns hier? Penrose.
sieht nice aus. Falls man in den Pool steigen kann, mache ich das jetzt noch nicht. Vielleicht passiert ja dann irgendwas. Hindurchsehen. Ah, Scan-Protokoll 8 von 9. Mitarbeiter 237, Eintrag 114. Ich muss es ansprechen, wenn John meint, er könne mich rausdrängen, weil ich dieser Firma auch nur einen Hauch von moralischem Gewissen geben will, soll er mich kennenlernen. Durch das Penrose habe ich genug Einfluss hier, um einen Aufstand anzuzetteln. Wenn er und der Rest des Vorstands nicht nachgeben. Da drin sind Kunden, die nicht da drin sein sollten. Es ist nicht sicher. So wie wir offensichtlich. Ich habe jemanden im Support. Sie tut, was sie kann. Cooper. Sie wird in das System eindringen und die Sache selbst in die Hand nehmen, wenn es sein muss. Die Fähigkeiten dafür bringt sie mit. Wenn ich ihr doch nur mehr helfen könnte. Cooper ist also diese Person, die Leute hier rausholt, die nicht hier drin sein sollten. Und hilft uns dabei, hier eben rauszukommen. Aber wieso das Ganze überhaupt? Okay, verschiedene Schalter. Ich glaube, ich sehe schon, was wir hier machen müssen. Wir müssen die Kreise vervollständigen. Oder auch nicht. Weißt du was? Ich drücke einfach mal jeden Schalter. Ja, fast. Sounds like they're doing something above you. Nee. Doch. 474. Etage 5, wir kommen. Oder? Nein, 1474. 1474. Okay, nice. Mich interessiert es, ob das Ganze hier irgendwie aufgelöst wird. Also sprich, was wir hier drin machen, wer wir sind, warum wir hier sind. Wer John Matthews ist der Typ, glaube ich. Ist und was es mit dem Ganzen hier auf sich hat, mit diesem Mord am Zug, bei der U-Bahn-Station und auch mit dem Gift bei Dr. Wright. Ich hoffe, dass wir das aufgeklärt. ja. Ich gehe mal zu ihm hin. Verfolgst du mich jetzt? Ey, das Spiel macht mich wahnsinnig. Tschüss. Bitte folg mir nicht. Hey, 1474. Hey. 1474. This is it. Voices down the corridor. This is it. Was passiert nun? Authentifizierungsaufgabe 501. Hier gibt es bloß eine Aufgabe.
die Subway Station. Okay. Survival. A window to a new world. Sieht komisch aus. Expands. A window to a new world. Okay, blau, grün. Thing. I keep going. You're nearly there. Ja, aber wohin? Will ich hier ins schwarze Dunkle laufen? Okay, hier ist gar nichts. Gut. Police line, do not cross. Was? Gleis wechseln. And now some breaking news. Oh my god. Following initial reports of a suspected terror attack, multiple sources are claiming the downtown subway incident is allegedly a homicide. Witnesses claim a person wearing a hooded jacket rushed at the victim who fell into the path of an incoming train. Police are at the scene. This was it. I remember. This is the night that Matthews died. What did you do, Alex? What did you do? Eben doch, vielleicht habe ich den Typen auf die Gleise gestoßen. Zug fährt ein. Vielleicht habe ich wirklich den Typen auf die Gleise gestoßen. Survival. Expands. Penrose. Coming soon, a window to a new world. Mit dem Pfeil hier noch nicht. Oh, shit. Sorry. Soll ich jetzt noch weiter nach hinten gehen oder wieder nach zu rot? Wir gehen mal noch etwas weiter hinten schon. Okay, hier ist blau. Und hier kommen wir gar nicht hoch. Und hier ist grün. Und ein Zug fährt ein. Zum Glück ist hier hinten einfach gar nichts. Ich hätte so Schiss bekommen. Wenn irgendwie plötzlich ein Abgrund kommt oder so. Okay, das heißt, wir müssen zu rot wechseln. Zum Glück geht das hier so schnell und einfach. Rot.
Was soll das Ganze hier bedeuten? Weiß. Holy smokes. Weiß. Was ist denn das hier wieder? Was sind das hier für Arme? Weiß, blau. Also blau brauchen wir wieder am Schluss. Okay, wir sind schon wieder über 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder für diese Folge hier. Wir schauen uns nächstes Mal hier das Ganze weiter an. Und decken hoffentlich die ganze Geschichte mal hier auf. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.